Hallo Freunde, ich war die Tage in Bayern und habe für euch ein tolles Rezept mitgebracht. Strammer Max. Super köstlich. Als erstes machen wir die Eier. Die Eier werden bei ganz, ganz schwacher Hitze zubereitet. Ich habe hier in der Pfanne etwas Pflanzenöl. Nun gebe ich die Eier drauf. So, ich habe hier noch mehr. Und die brauchen wirklich ganz lange und die werden dann dadurch werden die dann richtig schön fest. Das ist dann ganz anders. Also mein Mann schwärmt davon, sagt immer, wie machst du das? Es ist wirklich Zauberwort hier ist schwache Hitze. Zauberwörter. In der Zwischenzeit nehmen wir Brot. Ich habe köstliches Bauernbrot genommen heute. Da drauf kommt Schinken. So, großzügig verteilen. Einmal. Und zweimal. Die Eier sind bestimmt jetzt seit 5 Minuten am Braten. Schaut mal, man kann die jetzt so richtig locker schneiden. Und dieses Glibberige, was man denkt, das ist wirklich ganz, ganz fest. Das gibt es da gar nicht mehr. Es ist richtig, schmeckt ganz, ganz anders, wie wenn man das zu heiß brät. Jetzt noch die Eier salzen. Und die kommen auf unseren Strammer Max. Noch etwas Schnittlauch darüber verteilen. Und man kann es genießen. Guten Appetit! Wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und Kommentare sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde! Das ist so lecker. Da habe ich vergessen, für euch noch dieses Video zu drehen. Hammer!